Turnern Bernd Neuendorf und dem Kandidaten der Profiklubs Peter Peters. Ein Berliner Vertreter aus dem Amateurbereich hat genaue Vorstellungen, was er sich von dem Wechsel an der DFB-Spitze so erhofft. Eine Woche Pause hatte Alba Berlin. Morgen geht es dann aber wieder in der Euroleague weiter. Und da haben die Albatrosse aktuell einen richtig guten Lauf. In Kanada ist Lacrosse Nationalsport. Hier in Deutschland ist uns der Begriff durchaus geläufig. Eine genaue Vorstellung von dem Sport haben aber die wenigsten. Dabei gibt es hier in Berlin mit den Spreewölfen sogar eine Mannschaft, die in der Hallen-Bundesliga spielt. Eskaliert. Ein Sprecher von Windhorsts Tenner-Gruppe hatte gegenüber der deutschen Presseagentur gefordert, auf der nächsten Mitgliederversammlung im Mai müsse sicher etwas passieren. Hertha BSC sieht dadurch seine Autonomie angegriffen und reagierte scharf. Ja, Anlass für den neuerlichen Konflikt ist wohl auch ein geplatztes Filmprojekt. In das hatte Windhorst zunächst 1 Million Euro investiert, ist dann aber gestoppt. Ein Grund, ein hochrangiges Mitglied der Hertha-Geschäftsführung habe sich vor der laufenden Kamera in ehrabschneidender und herablassender Weise über den Investor geäußert. So Windhorst Sprecher gegenüber der Sportbild. Ja, mehr zu dem Streit bei Hertha BSC lesen Sie natürlich online bei uns. Und damit gehen wir in die Regionalliga. Der Tabellenführer BFC Dynamo empfing Babelsberg 03. Und für einen war es ein ganz besonderes Spiel, denn mit beiden Clubs hat er seine ganz eigene Geschichte. Und in der Frauen-Volleyball-Bundesliga war der SC Potsdam in Erfurt zu Gast. Für die Brandenburgerinnen gab es einen 3:1-Sieg und damit rücken sie auf den 2. Tabellenplatz vor. Mehr Sport gibt es dann morgen wieder für Sie, wenn Sie mögen. Und hier übernimmt Andrea nochmal.